Cameron Diaz, Schauspielrente beendet. Hier sie wieder am Film sieht. 2018 kehrte Cameron Diaz, 50, Hollywood offiziell den Rücken. Sie wollte sich mehr auf sich selbst. Ihren Ehemann Benjamin, 43, und seit 2019 auf Töchterchen Rat Dix, 2, konzentrieren. Im Juni dieses Jahres wurde dann bekannt, dass Diaz aus der Schauspielrente zurückkehren wird, nun wurde sie erstmals am Set gesichtet. Derzeit steht die 50-Jährige gemeinsam mit Jamie Foch, 55, und Glenn Close, 75. Für den Netflix-Film Back in Action vor der Kamera. Bei den Dreharbeiten in London scheinen sich insbesondere Diaz und Foch äußerst gut zu verstehen. Wie Bilder, die der Daily Mail vorliegen, zeigen. Kein Wunder, die beiden sind immerhin bereits seit Jahren befreundet. Seitdem Emily Ratajkowski, 31, im September die Scheidung von Sebastian Bärmklart einreichte, genießt sie ihr Single-Dasein. Jüngst hielten sich hartnäckig Liebesgerüchte um sie und Pete Davidson, 29, die durch ihren gemeinsamen Besuch eines Basketballspiels weiter angeheizt wurden. Aus der beginnenden Romanze scheint allerdings nichts geworden zu sein, denn nun hat das Model mit einem anderen Mann in der Öffentlichkeit Zärtlichkeiten ausgetauscht, Künstler Jack Greer. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie Emrata und Jack am Mittwoch, 22. Dezember, in New York unterwegs waren. Vor ihrem Appartement machten die beiden schließlich Halt und es kam zu einem leidenschaftlichen Kuss. Sieht nach dem Ende eines gelungenen Dates aus. Wie ernst es zwischen der 31-Jährigen und dem Künstler wird, bleibt abzuwarten. Ryan Reynolds, 46, nutzte seinen Instagram-Account nicht etwa, um seiner schwangeren Frau Blake Lively, 35, eine Liebeserklärung zu machen, sondern widmete sein neuestes Posting einem Mann. Die Rede ist von Schauspieler Samuel L. Jackson, der am 21. Dezember seinen 74. Geburtstag feierte. Alles Liebe an den Mann, den Mythos, die Legende. 30 Filme und ungefähr 50 Länder, in denen wir gemeinsam waren. Ich liebe diesen Mann, schreibt der Leinwandstar. Gemeinsam drehten Reynolds und Jackson die Action-Komödien Killers Bodyguard, Killers Bodyguard 2 und Hitman's Wife's Bodyguard. Offensichtlich verstand sich das Duo auch abseits der Kameras bestens. Was Ryan nun zu dem liebevollen Beitrag auf Instagram veranlasste. Am 21. Dezember 2022 meldete sich Tori Spelling, 49, mit beunruhigenden Neuigkeiten bei ihren Fans auf Instagram zu Wort, der Star aus der 90er-Jahre-Kultserie Beverly Hills 90210 sei mit Symptomen wie Atemnot, hohem Blutdruck und verrücktem Schwindel ins Krankenhaus eingeliefert worden. Hinter ihrem Selfie aus dem Krankenbett steckt ein trauriger Grund, Tori ist wütend. Mit ihrem Beweisfoto wollte sie diejenigen zurechtweisen, die zuvor in den sozialen Medien behaupteten, sie würde ihre Krankheit nur vortäuschen, um nicht arbeiten zu müssen. Wie wäre es, wenn ihr das nächste Mal jemanden für bare Münze nehmt und Freundlichkeit zeigt? Anstatt zu zweifeln, denkt daran, dass es für Leute wie mich ein Albtraum ist, nicht zu arbeiten. Ich bin ein Workaholic, stellt Spelling klar. Die ÄrztInnen würden nun eine ganze Reihe von Tests an der Schauspielerin durchführen. Dennoch wolle sie versuchen, das Weihnachtsfest mit ihren 5 Kindern Liam, 15, Stella, 14, Hattie, 11, Finn, 10, und Bo, 5, zu Hause zu feiern. Jason Momoa, 43, und Lisa Bonet, 55, waren 16 Jahre zusammen, 5 Jahre verheiratet und galten als Hollywood-Traumpaar. Im Januar gaben die beiden jedoch ihre Trennung bekannt. Böses Blut herrscht zwischen ihnen allerdings nicht. Im Gegenteil, sie pflegen nach wie vor ein inniges Verhältnis, auch zum Wohle ihrer gemeinsamen Kinder Lola, 15, und Nakua Wolf, 14. Eine Quelle verrät nun gegenüber People, dass das Ex-Paar auch in Kürze zusammen Weihnachten feiere.
Sie verbringen Zeit miteinander, wenn Jason in Los Angeles ist. Jason ist handwerklich begabt und hat oft Dinge im Haus erledigt. Als sie noch zusammenlebten, sagt die Quelle und fügt hinzu, dass der Schauspieler dies auch jetzt noch tue. Am Montag, 19. Dezember, wurde der Aquaman-Darsteller dabei gesichtet, wie er auf seinem Truck einen Weihnachtsbaum verstaute, den er anschließend zu Bonets Haus in Malibu, Kalifornien, brachte. Momoa gibt sich allerhand Mühe, um seiner Familie ein besinnliches Fest zu bereiten. Es scheint, als würden vielleicht mehr als platonische Gefühle für seine Ex-Frau dahinter stecken. Laut besagter Quelle seien Jason und Lisa jedoch nur gute Freunde. Kurz vor Weihnachten muss Kim Cattrall einen schweren Verlust verkraften, ihre Mutter Shane ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht teilt der Sex and the City Star via Instagram mit. Die 66-Jährige postet eine rührende Hommage an ihre geliebte Mama und teilt mehrere Bilder aus glücklichen Zeiten. Shane Cattrall 1929 bis 2022. Ruhe in Frieden, Mum, schreibt die Schauspielerin und fügt ein Herz-Emoji hinzu. Zahlreiche Stars bekunden augenblicklich ihr Beileid. Ich sende dir so viel Liebe und Gottes Segen, schreibt Juliette Lewis, 49. Auch Cattralls Quer-Asfu-Kollegen Steffen Dunn, 33, und Johnny Sibeli, 35, drücken ihr Mitgefühl aus. Die Zeit für Dating-Apps ist möglicherweise endlich vorbei. Mel C., 48, hat augenscheinlich einen neuen Partner an ihrer Seite. Das Spice Girl, dessen bürgerlicher Name Melanie Chisholm lautet, wurde in London Hand in Hand mit einem Unbekannten gesichtet. Die Bilder vom romantischen Spaziergang in einem Park liegen Daily Mail vor. Das sportlich und winterfest eingemummelte Paar schien den gemeinsamen Ausflug in bester Gesellschaft ausgiebig zu genießen. Die Sängerin hatte erst kürzlich zugegeben, mit Hilfe einer Dating-App auf Partnersuche zu sein. Nach der Trennung von ihrem Ex-Freund Joe Marshall hoffte sie vermutlich auf ein zutreffenderes Match am Liebeshorizont. 7 Jahre lang war sie mit dem Musikexperten zusammen. Er wurde sogar zu ihrem Manager. Doch im August 2022 tauchten Gerüchte über ein Liebesaus auf. Im Oktober offenbarte Mel im Podcast Not My Bug mit Joe und George Bucks ihr Pech in Beziehungsdingen und sprach über ihre ersten Gehversuche in der App Hinge, die augenscheinlich kläglich gescheitert waren. Anscheinend hat sie inzwischen einen Treffer gelandet, ob im wahren Leben oder über ein Datingportal, bleibt bislang ungeklärt. Chris Pratt, 43, ist inzwischen stolzer Papa von 3 Kindern. Doch Einblicke in sein Familienleben teilt er so gut wie nie. Während Ehefrau Katherine Schwarzenegger, 33, Schnappschüsse mit den gemeinsamen Töchtern Lula Marie, 2, und Eloise Christina postet, hält sich der Avengers-Star mit privaten Aufnahmen zurück. Doch nun lässt er seine Community auf Instagram an einem zauberhaften Moment mit seinem erstgeborenen Jack, 10, aus der Ehe mit Schauspielerin Anna Faris, 46, teilhaben. Das Vater-Sohn-Duo geht zur Vorweihnachtszeit gemeinsam auf Elfensuche und wird fündig. Freddy, der 11, ist im 4. Jahr zurück. Dieses Jahr hat er seine Schwester Angel mitgebracht. Kommentiert er die Aufnahme, die seinen Ältesten beim faszinierten Anstarren eines in einem Blumenarrangement hangelnden Zauberwesens zeigt. Falls etwas im Haus verloren geht, ich gebe Angel die Schuld, fügt der Hollywood-Star humorvoll hinzu. Seine Fans freuen sich über den raren Blick auf den Sohnemann. Jack ist groß geworden, wundert sich eine Followerin. Heiliger SCH, ist das dein Junge? Er wächst so schnell, ich fühle mich alt, sick, schreibt ein weiterer erstaunter User offenbar fassungslos. Kommentare, die sicher nicht nur den stolzen Papa zum Lächeln bringen werden. Jack dürfte bei solch netten Komplimenten vermutlich noch um ein paar Zentimeter mehr über sich hinauswachsen. Von 2017 bis 2021 waren Alex Rodriguez, 47, und Jennifer Lopez, 53, unzertrennlich.
Inzwischen ist die Sängerin glücklich mit Ben Affleck, 50, verheiratet und auch der ehemalige Baseballspieler hat eine neue Liebe gefunden. Diese macht er nun mit einem besinnlichen Schnappschuss öffentlich. Gemeinsam mit seinen Töchtern Natascha, 18, und Ella, 14, die aus seiner Ehe mit Cynthia Curtis, 49, stammen, posiert Arad vor einem Weihnachtsbaum. Dabei hält er seine neue Partnerin Yakur Deriru im Arm, die in einem kurzen gelben Kleid hervorsticht. Laut Pitch Six ist der Ex-Profi-Sportler bereits seit 3 Monaten mit der Unternehmerin und Fitness-Expertin liiert. Jetzt steht das erste gemeinsame Weihnachtsfest vor der Tür. Sie haben News verpasst. Die Hollywood News der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: Instagram.com, Page6.com, Daily Mail Co. Podcast Note Maybach, People.com.